Alter Leute, hier hat mir tatsächlich jemand geschrieben, ob seine Chatsperre hier berechtigt ist und so weiter. Ich dachte, wir gehen das einfach mal durch, Leute. So, warum soll ich entscheiden, wenn ihr mitentscheiden könnt? Ja, lesen wir erstmal seine E-Mail. Hi, ich bin Marti. Mein Ingame-Name ist hierbei egal. Hey Marti, was geht? Ich denke, man steht für Matthias. Ich bin mir bewusst und entschuldige mich deswegen, dass du hier Gameplays bekommst und so weiter. Dennoch dachte ich mir, von wem kann ich mir eine bessere Meinung holen, wenn nicht vom Sylph-Man? Ach, Leute, ich bin der Sylph-Man. Ich habe eine Chatsperre für 10 Games bekommen, denn ich war auch verdammt salty, weil ich einfach nicht mehr nett bleiben konnte. Aber meine subjektive Meinung ist hier ja ganz egal. Ich habe Riot angefragt beim Support, wie ich denn mein Verhalten bessern kann. Die Antwort, die ich bekam, finde ich persönlich viel zu unüberlegt von Riot und ebenso, als wäre es ein Leck uns am Arsch, du bist scheiße. Aber sie selbst. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir deine Meinung geben könntest, einfach um zu wissen, hatte der Support einen Sinn? Oder bin ich tatsächlich nur sehr aufgeregt und bedenke die Situation gar nicht neutral? Vielen Dank und liebe Grüße, Screen, siehe Anhang. Gucken wir uns auch gleich an, ne? PS, ich verstehe die sarkastische Antwort von Riot, dennoch finde ich es unüberlegt und behindert, dies wahrscheinlich jedem zu schreiben, der danach fragt. Du kannst dort ebenso mein Flame lesen, beziehungsweise die JKs, die offensichtlich waren und auf meine Mates bezogen. Lol. Okay, gehen wir das Ganze erstmal durch. Ich denke mal, das ist auch so die Reihenfolge, wie es eins. Doch, okay, er hat sogar nummeriert. Sei gegrüßt, Mensch. Ich bin Blitzcrank-Bot. Meine Aufgabe ist es dir. Ah, warte. Sei gegrüßt, Mensch. Ich bin Blitzcrank-Bot. Meine Aufgabe ist es, dir schnell und umfassend zu erklären, warum du gebannt wurdest. In den letzten 20 Spielen habe dich Spieler 6 Mal wegen negativem oder beleidigenden Verhaltens im Chat gemeldet. Warum sagt er in den letzten 20 Spielen? Hätte er nicht einfach sagen können in den letzten 6? Oder in 6 Games? Keine Ahnung. Oder anders gesagt, wegen der Nicht-Teilnahme an Spielen, der Sabotage an deinen eigenen Mitspielern und der Tatsache, dass es im Verlauf vieler Spiele schwierig war, mit dir zusammen zu spielen. Hier sind ein paar Chatverläufe von Spielern, nach denen du besonders gemeldet wurdest. Was heißt denn besonders gemeldet? Oh mein Gott, Leute, ich rede so nicht mehr weiter, das tut mir echt weh. Ich glaube, das ist kein Bot, sondern das ist einfach ein Typ, so ein Cosplayer. Wisst ihr? Finde ich cool. Also, sowas finde ich immer cool. Das nimmt immer. Ich weiß nicht. Pregame Lobby, I'm playing Singed Jungle. There is no fun. Okay. War das Normal Game? Ich meine, wenn es Normal Game ist, juckt es mich, ob er Twitch Jungle, ob er Singed Jungle spielt. Fuck you, Yasuo. Never gank losing lane. So better. Hä? Ich weiß nicht, was ist ja nicht. Leute, das sind nicht immer zusammenhängende Sätze, ja? Never gank a losing lane. So better play better. Yeah? Like learn to dodge. Okay, ich glaube, da kann ich mal Englisch. Report bot open, they say. That's giving up. And they're feeding both reportable things. Lol. For death, losing bot and blaming everything else. That's feeding and reportable. Don't tilt me. The League community sucks. Cause that I was top and ganked mid. Shut the fuck up. Piece of fucking crap. You deserve a ban. Blaming others for your fucking fault. You both? Ah shit. You guys did, so fuck you. Open bot is a reportable thing. SOS. TFU. You feed anyways. Bot lane 9 deaths, me 3. Cause you feed your laners. So shut up. Bad Game. Ist das nur ein Game oder ist das noch ein anderes? Nee, okay, Leute, das hier war nur ein Game. Also mal ganz hier von den Englisch-Skills abgesehen. Alter, das kam mir so vor, als. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was die anderen geschrieben haben, ne? Aber der ist hier von 0 auf 100 geplatzt. Ich meine, dieses Fuck you, Yasuo, juckt mich nicht. Das ist so. Keine Ahnung. Du gankst Top Lane, der gegnerische Yasuo macht einen Double Kill, er schreibt Fragezeichen in den Chat und dann schreibst du Fuck you hin, ne? Juckt mich nicht. So, aber das hier mit diesem, ich reporte dich und so, das muss nicht sein. Also darüber lässt sich streiten, aber ich finde, das muss nicht sein. Aber ab hier bemerkt man schon, ne? Don't tilt me, the League Community sucks und so. Aber man geht schon nach unten und ab hier wird schon schlimmer. Shut the fuck up, piece of fucking crap. Fucking, fucking die fuck. Feed anyways. Und fuck. Und oh, ihr seid nochmal gestorben. Ab hier wird schon schlimmer für mich. So, über das da oben, Leute, würde ich persönlich sagen, Digga, komm drauf geschissen. Ja, komm drauf geschissen, Digga. Er ist halt ein bisschen getiltet, so eine League-Community sagt, ab hier wird's schon schlimmer. Sehe ich zumindest so, Leute. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Ja. Ob er gebannt gehört oder ob er nicht gebannt gehört. Ich meine, er hätte nur 10 Chat-Restrictions bekommen. Ja. So, gehen wir mal weiter. Das hier ist ein anderes Game. Ey, ich kann sogar zoomen. Ui, kann ich auch hoch?
Naja, aber ich denke, ihr könnt es auch so schon lesen. Pre-Game Lobby. Oh nee, Moment, das ist Pre-Game Lobby. Ist noch dasselbe. Doch, das ist noch dasselbe Game. Report Yasuo spoilert me that Dumbledore dies. Fucking ass howl. Digga, wir sind im Jahr 2019 und du hast immer noch nicht Harry Potter gesehen? Now I can't watch Harry Potter anymore. Lick my balls. Alter, du solltest mir lieber eine Englisch schreiben, ob ich dir einen Nachhilfelehrer finden kann für Englisch, Mann. Wenn man schon auf Englisch flamet, dann bitte richtig. Okay, so, da, das ist, Digga, da, das ist unnötiger Kram. Du regst dich darüber auf, dass er die Harry Potter, ganz ehrlich, wenn du bis heute immer noch nicht Harry Potter gesehen hast und es dich aufregt, dass Dumbledore stirbt, Leute, also ich glaube, das ist Sarkasmus. Entweder ist das Sarkasmus, selbst wenn es Sarkasmus ist, das weiß der Riot-Typi nicht. Das weiß der gar nicht. Ja, aber okay, hier zum nächsten. Atrox, go top. No, you are top. Oh, hello, Nico. Wait. Atrox, why you are that fast on top? I mean, how? Hä? What? Das kommt völlig out of context. You suck, boy. It's like feeding the shit out of your mother. Your mother is so fat. Ey, komm! Komm! Leute, bei den meisten kann ich verstehen, wenn man sagt so, hehe, Fred, ich bannte auch, du bist you bad und sowas mit dem XD und sowas, ne? Also selbst wenn ich nicht den Kontext sehen würde, würde ich meistens denken, er ist ein LOL-Spieler, die macht man halt einfach. Aber Digga! Your mother is so fat, can't go through. Your mother too. Smarter than your shitty stats. Shut the fuck up, feeding Nico. As a fucking jungler, you don't invade Isechu. That is fat. Was? Klar kann man invaden. Kommt halt drauf an. Wenn Isechu unten ist, dann kann ich doch oben ihren Jungle invaden. As a no damage fucking AP player, I fuck your ass howl first time. That's like the 6th tank meter, if not more, lol. Nico, cause I was fucking dead. Because of your nonsense death. Digga, was ist das? Leute, aus meiner Sicht, ne? Jeder hat da seine eigene. Ich spiele LOL schon länger. Ich bin abgehärteter als die meisten. Ja? Das mit diesem, ich wünsche deinem Vater den Tod und so, oder deine Mutter hat Krebs oder Krebola AIDS. Kenne ich alles schon. Ja. Und hier muss ich sagen, hier die untere Hälfte. Digga, Bro. Das ist harter Tilt, Mann. Das ist harter Tilt, so. Das muss nicht sein. Das hier oben ist für mich Kinderkacke. So, komme ich hier rein. Ich sehe, das hier ist Sarkasmus. Und dann sehe ich hier keine Englisch-Skills. Ja, genauso wie Irelia auch im Awaken-Video keine normalen Augen hat. Und dann gucke ich mir das hier an. So, wenn du, ich weiß nicht, ob diese Games direkt hintereinander sind, ne? Aber wenn ja, der, Leute, mach mal eine Pause. Okay, was hat SR Red Support gesagt? Ich weiß, dass es sich einen Menschen anfordern. Moment, hier stimmt was nicht. Ist das ein Joke? Ich weiß, dass es sich hierbei um subjektive Konzepte handelt. Ich selbst wurde einmal gebannt, weil ich meine Teamkameraden schwache, fleischige Untergebene genannt habe. Alter. Wer nennt seine Teammates schwache, fleischige Untergebene? Was ist das für eine Beleidigung? Hä? Obwohl ich es gut meinte, wurde ich von mehreren von ihnen gemeldet. Wie kann man schwache, fleischige Untergebene gut meinen? Das ist so, als würdest du sagen, ja, du bist so schlecht, es ist noch viel Luft nach oben da. Das heißt für mich dann so viel wie, ey, geil. Ich kann mich also an mehreren Sachen, das heißt, eine kleine Verbesserung macht schon was aus, ja? Weil wenn ihr wenig Luft nach oben habt, um besser zu werden, heißt das wohl, dass ihr richtig tryharden müsst, so. Also ich finde, man kann das auch verstehen als, du kannst da noch vieles verbessern, Digga, da geht noch was, ne? Oder es kann halt auch eine Beleidigung sein, von wegen, du bist kacke. Aber schwache, fleischige Untergebene? What? Obwohl ich es gut, wurde ich von mehreren von ihnen gemeldet, woraufhin ich meinen Kommunikationsstil umprogrammierte. Jetzt verhalte ich mich diplomatisch und ruhig und kann ihnen so auch ohne Beleidigung meinen Willen aufzwingen. Alter, das hört sich an, als wäre das so ein SM-Typi. Knie nieder, du Wurm! Du schwacher, fleischiger Untergebener! Manchmal ist es am besten, das Gemurre deiner Teamkameraden zu ignorieren und dich auf das zu konzentrieren, was du kontrollieren kannst. Da hat er recht, ne? Wenn dich deine Teamkameraden erzürnen, dann kannst du deinen Ärger gerne Luft machen. Du solltest es nur nicht im Chat machen, wo sie dich melden können. Suche nach einer geeigneten Möglichkeit, nach einem ärgerlichen Spiel Dampf abzulassen. Ich habe gehört, Menschen können sich durch Musik entspannen. Also versuche es mit Mozart oder der wohlklingenden Melodie von Let the Bodies Hit the Floor. Leute, das ist bestimmt keine wohlklingende Melodie. Also, ich kenne das Lied, ja, ich habe es mir auch früher auch sehr oft angehört. Aber, ne? Ihr könnt euch ja anhören. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein.
Obwohl mein Herz kalt und mechanisch ist, habe ich das Gefühl, dass wir jetzt eine tiefere Verbindung miteinander haben. Alter. Ein menschlicher Spezialist kann dir zwar auch nicht mehr Informationen geben, aber wenn du weitere Fragen hast, kannst du die Option unten auswählen. Ich glaube nicht, dass das ein Bot ist, Leute. Ich glaube nicht, dass das hier ein Bot ist. Alter, ich glaube, das ist der krasseste Cosplayer im Bright Support, den ich kenne. Sexy, ey. Also Leute, meine Meinung ist, die Antwort vom Right Support hier ist echt ein bisschen komisch, ja. Ich weiß nicht, ich verstehe den Inhalt davon, aber ich finde, es ist so komisch ausgesehen. Und Leute, wenn ihr Dampf oder Luft ablassen wollt, nehmt eine Ente. Ja, ich weiß nicht, ich finde das einfach sehr komisch, aber er hat recht. Leute, ich rege mich, wenn ich mich aufrege, vielleicht nur bei euch auf, aber mittlerweile bin ich auch viel gechillter. Ich muss sagen, die Ranked-Qualität bei mir ist dann auch besser hochgegangen. Im Sinne von, ich bin zwar immer noch bad, aber ich rege mich nicht mehr auf darüber, dass ich bad bin. Das hier ist schon Chatbun-worthy. Ja, das hier ist so, boah, ja, ne? Das hier ist, Digga, Bro, du hast hier nichts geschrieben, wo ich sagen könnte, das ist halbwegs produktiv. So, weißt du, ich kenne Jungler, die... So wie mich zum Beispiel früher, ne? Ich flame die Leute im Chat, aber ich gebe auch wenigstens nochmal irgendwo wichtige Informationen durch. Oder ich bin da passiv-aggressiv. Du hast hier nur Scheiße geschrieben. Und du willst auch das Arschloch von jemandem ficken. Bro! Ich meine, wenn du schwul bist, ist okay. Ne? Habe ich nichts gegen, aber vielleicht ist er es ja nicht. Und das ja mit der ganzen Mutterscheiß, Digga. Das ist für mich, als wärst du 12. Aber ja, Leute. Das ist meine Meinung. Ich fand's mal sehr interessant und dachte mir, ich teil's einfach mal. Ich hätte dir auch die Chat-Restriction gegeben, by the way. Ja, Leute, ne, wie seht ihr das? Schreibt gerne in die Kommentare rein, ab wo für euch so diese Grenze ist und sowas. Und ja, Leute, das war's dann auch von mir. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, hau die rein und bis zum nächsten Mal.